hiermit. Wir machen und weiter mit der Wickets. Genau, Matthias, sorry. Alles gut, nachdem wir jetzt nochmal zusammenfassend einfach gehört haben, wie sehen es die Nutzerinnen und Nutzer auf dem Schlachthof und wie ist der tatsächliche Zustand durch die Thermografieaufnahmen, dann die Aufteilung. Damit haben wir jetzt hoffentlich ein bisschen neugierig gemacht, was jetzt auf das, was jetzt kommt, nämlich die konkreten Maßnahmen. Und wir starten mit den Maßnahmen im Bereich Vegetation. Und damit seid ihr dran. Genau, ich teile jetzt hier gerade nochmal den Bildschirm. Ich hoffe, es können alle sehen. Bevor ich starte, möchte ich auch nochmal für die ganze Vegetationsgruppe den Hinweis platzieren, dass es im Vorfeld zu unserer entwurflichen Tätigkeit jetzt auch einen Rechercheteil gab, wo wir uns erstmal die Grundlagen erarbeitet haben und da gab es auch eine Präsentation dazu, die findet sich auf YouTube, falls da Interesse besteht, dass es jemand noch anschauen mag. Das ist nur aus zeitlichen Gründen jetzt nicht in dieser Präsentation hier mit drin. Genau, und dann starte ich jetzt mal mit dem Lageplan. Da sind jetzt alle anderen Maßnahmen ausgeblendet, nur noch die von der Vegetation sind sichtbar. Wir sehen, dass wir uns auf 5 Maßnahmen hauptsächlich verständigt haben. Und zwar, ich gehe es jetzt einfach der Reihe mal durch. Der erste Punkt ist extensive und intensive Dachbegrünung. Es kam letztendlich daher, dass wir ja schon bei den Thermografieaufnahmen gesehen haben, dass so eine extensive Dachbegrünung, also mit Moosen und Gräsern, also relativ minimaler Vegetation schon ein großer Kühlungseffekt erzielt werden kann. Da haben wir natürlich erstmal eingetragen, wo hier schon der Bestand da ist auf dem Plan. Und gleichzeitig haben wir Dächer vorgeschlagen auf den älteren Bestandsgebäuden, wo man eventuell prüfen könnte, ob da auch eine extensive Dachbegrünung in Frage kommen könnte, weil die den Vorteil bietet, dass sie gut nachrüstbar ist, weil sie nicht so ein hohes Gewicht mit sich bringt. Und wenn man dann statisch prüft, ob die Dächer das mitmachen, wäre das eventuell eine Überlegung wert. Und ergänzend dazu, die Felder, in denen hier noch zu planende Neubauten markiert sind, da könnte man drüber nachdenken, eine intensive Dachbegrünung umzusetzen, also mit einem höheren Aufbau, also mehr Erde, mehr Wasserspeichervolumen, was dann auch mehr Kühlung verspricht. Und das eben auf den noch zu planenden Neubauten, weil das aufgrund des höheren Gewichts von dem ganzen Aufbau dann auch gleich bei der Statik mit berücksichtigt werden müsste. Der zweite Punkt, die bewässerten Grünflächen, der bezieht sich vor allem auf schon bestehende Grünflächen, wie hier entlang der Bahntrasse eine relativ große. Es hat den Hintergrund, dass Grasflächen, wenn sie länger in der Sonne sind, also so während Hitzeperioden im Sommer, irgendwann ihre Kühlwirkung verlieren oder deutlich abnimmt, wenn das Gras austrocknet. Und wenn man das bewässert, kann man diesen Effekt eben länger aufrecht erhalten. Dann gibt es den Punkt mit den Hochbeeten. Der bezieht sich auf diese Urban Gardening-Idee. Da gibt es ja hier in diesem Bereich aktuell schon einiges auf dem Schlachthof. Doch sobald diese Neubauten dann alle realisiert werden, wird von der Fläche relativ wenig übrig bleiben. Und dann haben wir uns umgeschaut in den Randbereichen und auch sonst zwischendrin eingestreut. Gibt es ja hier noch einige freie asphaltierte Flächen, die sich dann als Standort eignen würden, da eventuell hinauszuweichen. Dann einer der Punkte, mit dem wir uns als Gruppe jetzt dann verstärkt in der weiteren Ausarbeitung beschäftigt haben, ist die Idee der Verschattung der Parkplätze mit so einer Art Pergola-artigem Ranggerüst. Da werden wir gleich auch noch sehr viel detailliertere Informationen dazu bekommen. Wir haben uns dafür entschieden, weil wir halt festgestellt haben, dass gerade die Parkbereiche welche der Bereiche sind, die sich mit am stärksten aufheizen. Und zu guter Letzt noch der Punkt der Fassadenbegrünung, wo sowohl auch Bestandsfassadenbegrünungen schon mit aufgenommen sind, als auch
Flächen, die eventuell das Potenzial bieten, auch begrünt zu werden, dann auch noch mit aufgenommen wurden. Und damit gebe ich jetzt mal weiter an den Aufbau von unserem Ranggerüst. Genau. Also wie man jetzt hier in der Axonometrie sehen kann, haben wir zwei Typen vom Gerüst entwickelt. Das ist einmal die Vegetationswand links, die sich in den Haupterschließungsachsen mit einer Lichtenhöhe von 5,6 Metern befindet. Und rechts haben wir die Vegetationsdecke, die sich über die Parkplätze spannt mit einer Lichtenhöhe von 4,2 Metern. Und der Höhenunterschied soll die Funktion und den Standort auf dem Gelände markieren und bietet auch unterschiedliche räumliche Qualitäten. Unter der Axonometrie sehen wir jetzt einmal links den Drahtaufbau in der Ansicht von der Vegetationswand und rechts in der Aufsicht von der Decke. Und dabei handelt es sich um Drahtseile aus Stahl und sie sind radial angeordnet, um die Pflanzen auch besser aus ihren Kübeln, die sich in den Stützen jeweils befinden, lenken zu können und dann eine effiziente beschattete Fläche zu erreichen. Und rechts haben wir nochmal unsere Bausteine aufgelistet, unser Modulsystem, was wir von den Bühnenaufbauten abgeleitet haben. Wir haben also hauptsächlich drei Modularten und die Stützen werden mit einem Fundament noch stabilisiert. Und das Maß für unser Modulsystem war 80 x 80 cm, um den Kübeln in den Stützen auch genügend Fassvermögen verleihen zu können. Und das Material wäre hierbei Aluminium, was leicht, stabil und auch kostengünstig wäre. Genau. Dann geht es auch schon weiter mit der Vegetation. Genau, ich habe mich jetzt die letzten Wochen so ein bisschen mit Rangpflanzen beschäftigt. Da gibt es ja ein großes Spektrum. Ich habe dann in verschiedenen Diplomarbeiten und anderen Arbeiten geguckt, inwieweit uns das, diese Rangpflanzen helfen könnten. Dann sind wir zu dem System gekommen, dass wir zwei Kübel in diesen Säulen jeweils platzieren. In dem oberen sind mehrjährige Rangpflanzen, die quasi nicht so schnell wachsen, aber dafür auch über den Winter vorhanden bleiben, die man dann nicht neu sehen muss im Sommer, die quasi eine Verschattung des Gebiets bewirken. Darunter hat dann Blauregen, der Baumwürger, Trompetenblume und Efeu. Das sind aber nur vier Beispiele in diesem Booklet, was dann noch vorhanden ist, was dann noch man sich angucken kann. Da sind dann noch deutlich mehr Pflanzenarten aufgelistet und die man dann quasi nachschauen kann, was die machen oder wie die funktionieren. Genau. Die Idee ist, wie gesagt, dass oben die Pflanzen eigentlich einmal gepflanzt werden müssen und dann erstmal wartungsfrei vor sich hin ranken, was den positiven Effekt hat, dass die Wartung dieser Ranggerüste minimal ist, gerade in Bezug dessen, dass viele Rangpflanzen nur einjährig sind beziehungsweise frostanfällig, haben wir uns für dieses System entschieden. Auf der nächsten Folie ist jetzt zu sehen, welche Pflanzen in den unteren Kübeln wachsen. Das sind deutlich schneller wachsende Rangpflanzen, die teilweise auch nur einjährig sind, wie schon angesprochen. Und die Idee ist, dass in dem unteren Bereich auch Pflanzen wachsen, die man im Prinzip ernten kann. Also ob man Erbsen, Waldrebe, also Wein oder den Hopfen pflanzt, dass man diese Pflanzen im Prinzip im unteren Bereich hat, wo man dann rankommen könnte, um Ernteerträge zu haben und im oberen Bereich Pflanzen hat, die quasi besser blühen und dann solche Bereiche abdecken. Genau. Genau, und jetzt, wir haben hier versucht, eigentlich das Konzept in 3D zu modellieren und dazu kleinen Szenarien und davon ein paar Bilder auch herausgearbeitet. In diesem Bild, also dadurch, dass der Ranggerüst und die Verschattung entsteht ein Raum in diesem Außenraum. Und dieser Raum kann nicht nur als Parkplatz benutzt werden, sondern auch als Veranstaltungsort. Nächste Folie. Genau, in diesem Bild sieht man schön, dass die Pflanzen aus den Ecken herauswachsen und dadurch erzeugen sie ein Vegetationsdach. Genau,
unsere Maßnahmen in diesem Bild schaffen eine schöne Atmosphäre, was eine Behaglichkeit im Schlachthof bewirkt. Die Vegetationwand sorgt auch für Verschattung der Wege und Fassade. In diesem Bild sieht man, dass diese Vegetationwand die Wege verschattet und auf der linken Seite, dass dies, die Fassaden auch verschattet werden. Genau, und wie man in den thermografischen Bildern gesehen hat, war nicht nur der Asphalt, sondern auch die Autos sehr warm. Und durch unsere Maßnahmen legen wir die, der Hitze entgegen. Und da sieht man die, in diesem Bild sieht man auch die grüne Insel die, zwischen den Parkplätzen. Genau, in diesem Bild sieht man den Übergang zwischen der Ranggerüst und der Vegetationwand. Genau, also hier sieht man das, also die schöne Atmosphäre, die dann der Ranggerüst macht und die Vegetationwand. Genau. Ja, dann sind wir damit jetzt auch am Ende angekommen und würden wieder Fragen beantworten. Vielen Dank an euch. Ihr habt die Fragerunde schon eröffnet, deswegen gebe ich gerade so weiter. Keine Fragen? Keine Fragen, nur Begeisterung. Wunderbar, das haben wir gern. Schönes Lob an die Gruppe dann schon. Okay, danke, Frau Vielhagen. Hervorragend. Er ist eine schöne Atmosphäre auf alle Fälle erzeugt. Vielen Dank. Ich hätte noch mal eine Frage dazu, kurz. Ah. Könnt ihr noch mal was sagen, weil dieser jetzt gerenderte und dargestellte Pflanzenpracht braucht natürlich einfach auch Erdanschluss, Pflege, Wasser und so weiter. Und ihr habt jetzt diese kleinen Kübel dargestellt. Also das glaube ich irgendwie nicht so ganz. Also da müsst ihr noch mal was zu sagen, ob das wirklich reicht oder ob man nicht wesentlich mehr von diesen Punkten haben müsste und welche Anforderungen sind eigentlich an diese Erdverbindungen dann gestellt? Dazu vielleicht, also die Kübel werden quasi so groß wie ein Rasterbereich, also 80 auf 80 auf 80 minus der Außenstäbe, also dann im Prinzip 70 auf 70 auf 70. Das wären dann die realen Kübel, die dann am Ende vom Tag eingesetzt werden würden. Bewässert würde das Ganze, das kommt gleich noch über die Wassergruppe, über das Ranggerüst selber per Tröpfchenbewässerung. Und die Idee ist, dass diese Ranggerüste quasi aus diesen Kübeln wachsen. Und gerade bei den Pflanzen, die Ranken, ist es so, dass die gerade das Gerüst muss stabiler sein als der Erdreich. Also die brauchen gar nicht so viel Erde, wenn das gut bewässert ist. Wenn das Substrat genug Nährstoffe hat, dann reicht das, dass die quasi gute Rankengerüste haben, um trotzdem eine große Höhe zu erreichen. Ja, okay, aber ist das nicht jetzt wirklich, also weil die Bilder sind natürlich sehr verlockend, ja, und ihr müsst ein bisschen vorsichtig sein, dass das wirklich in einem realistischen Maß ist, weil also alles, was ich weiß, dass dieser Bodenanschluss einfach sehr wichtig ist und je weiter das weg ist, je mehr brauchen die natürlich dann auch Wasser und Substrat und so weiter und mir kommen die jetzt wirklich sehr klein vor. Aber ich meine, das müsste man wirklich nochmal ein bisschen quantifizieren, weil wir dürfen natürlich auch nicht wunderschöne Bilder produzieren und am Ende hängt es dann wirklich an so ein paar Details. Also das nur als Anmerkung. Ich glaube aber, so die Idee ist schon verstanden erstmal. Aber ich wäre da erstmal noch ein bisschen vorsichtig, weil die Bilder natürlich wahnsinnig viel verheißen. Ja, die Kübel sind in den Renderings tatsächlich ein bisschen klein geraten. Die könnte man eventuell noch ein bisschen größer machen. Also die waren eigentlich schon so angedacht, dass sie hier so ein Feld
komplett ausfüllen, dass da auch genug Erde vorhanden ist. Hey gut, ich meine, da kann man ja, es ist ja gar nicht komplett ausgeschlossen, auch jetzt an definierten Bereichen auch wirklich einen Erdanschluss zu suchen. Ja, also das ist ja gar nicht komplett ausgeschlossen, aber das muss man natürlich dann auch technisch machen. Ja, da kann man nicht einfach nur ein Loch graben und die Welt ist in Ordnung. Also deswegen nur die Anmerkung, ihr braucht einfach eine gewisse Substanz auch eigentlich in diesen Bereichen. Das sind nicht so kleine Waschkübel nur. Aber das sind jetzt Details. Ich glaube, die Idee hat man schon verstanden. Aber das musste ich jetzt einfach nochmal loswerden. Genau, in dem Referat, was wir da vorgehalten hatten, ging es ja auch darum, dass wir gesagt haben, wir wollen das eigentlich wie so eine Allee gestalten. Aber dadurch, dass wir den Boden so wenig wie möglich öffnen sollten, aufgrund der Kosten, die mit so Baumrigolen verbunden sind, war quasi die Idee dieses Rankeres geboren. Und die Zweietagigkeit der Kübel ist auch auf der Idee basierend, dass quasi ein Kübel alleine nicht ausreichen würde, um das gesamte Gerüst zu bewachsen und gleichzeitig schneller unten und oben quasi Pflanzendecken entstehen. Weil wenn man quasi von unten anfängt und die Pflanzen müssen erstmal 4,50 Meter hoch, bevor die quasi eine horizontale Richtung einschlagen können, dann wird es deutlich schwieriger, Flächen zu füllen. Also ich glaube, das ist auch kein Problem, aber es ist natürlich einfach ein technisches System am Ende. Ja? Und das muss man schon dann auch dimensionieren und zu Ende denken. Das ist nur nochmal meine Anmerkung dazu. David, du hast ja auch schon angesprochen, dass es eine schriftliche Dokumentation geben wird, die nochmal deutlich ausführlicher ist als die Präsentation jetzt. Und in der habt ihr auch wirklich nochmal einen schönen Überblick gegeben, welche Pflanzen sind möglich, was für Voraussetzungen haben die, was brauchen die, um zu wachsen. Also das kann man dann auch nochmal alles nachschlagen. Ist in der ausführlichen Dokumentation auch mal eine Übersicht, was so dieses Gerüst in Teilen kostet, dass man sich mal so ein bisschen hochrechnen kann? Also bislang haben wir die Dokumentation nur über die Pflanzenarten geführt und nicht über die Preise von dem Gerüstbau. Wir könnten da ja durchaus noch ein bisschen recherchieren und das dann noch ergänzen. Also wenn ihr da einen Link hättet das haben wir uns vorgestellt, dann kann man sich das ja selber mal so ein bisschen vielleicht eine Kalkulation erstellen lassen, aufgrund der Renderings eine grobe Schätzung, weil das wäre jetzt natürlich schon spannend, weil das sieht natürlich spektakulär aus und würde sich, glaube ich, auch in so einem Projektantrag ganz gut darstellen und verkaufen lassen, zumal es einfach so eine schöne Visualisierung auch ist. Ja, sicher. Also wir können da schauen, dass wir noch was dazu finden. Super, danke. Das ist auch jetzt sehr gut, dass wir diese Anmerkung noch bekommen. Es ist ja, die Studierenden sind Mitte, Anfang August offiziell fertig mit dem ganzen Projekt. Bis dahin wird auch die Dokumentation erst fertiggestellt sein. Wir haben jetzt heute eigentlich dann gesagt, okay, das ist der Stand, was wir uns vorgestellt haben und werden dann in verschiedenen kleinen Bereichen nochmal ein bisschen nacharbeiten. Und von daher super, vielen Dank für die Anmerkung. Mit den hatten wir es schon, dass wir gesagt haben, was sind denn möglich? Und wenn man dann noch so ein bisschen Zusatzinformationen kriegt, gibt es dann natürlich noch einen größeren Gehalt. Vielen Dank für die Anmerkung. Haben wir noch weitere Fragen? Ansonsten würde ich dann direkt mal weitergeben an die Gruppe Wasser, weil gerade das Wasser, was auch David und Patrick auch schon angedeutet haben, Rumesa und Annas, sind sehr wichtig oder ist hier sehr wichtig auch für die Bewässerung von dem ganzen System plus verschiedenen anderen Sachen. Und würde dann euch der Wassergruppe, Sebastian, Jasmin und Jan, waren das, gerne das Wort erteilen. So, hallo auch von unserer Seite. Peter, danke für die Überleitung. Wie es jetzt schon erwähnt wurde, werden wir im nächsten Schritt, in der nächsten Präsentation, Ihnen einige Dinge zur Hitzereduktion in Städten durch Wasser erzählen. Man muss generell dazu sagen, dass die ganzen Maßnahmen, die heute Ihnen präsentiert werden, sehr stark miteinander interagieren. Wenn wir auf die nächste Folie gehen, starten wir einmal mit einer kurzen Übersicht, was Sie im Laufe unserer Präsentation erwarten wird. Wir steigen ein mit einer kurzen Erläuterung zu den physikalischen Vorgängen, also was der Kühlung, der städtischen Kühlung durch Wasser zugrunde liegt. Im nächsten Schritt zeigen wir Ihnen einmal die Potenzialflächen bzw. die Verortung der Potenzialflächen als Ausgangspunkt unseres Entwurfs.
Im Schritt 3 werden wir Ihnen dann verschiedene Wasserkühlsysteme, also die technische Umsetzung der Maßnahmen vorstellen, sowie das Ganze dann nochmal aufsplitten, einmal in die explizit am Schlachthof umsetzbaren Maßnahmen, aber auch die nicht umsetzbaren Maßnahmen als Ergebnis der Recherchearbeit. Im vierten Schritt gehen wir dann ein auf die Berechnungen des Wasserverbrauchs sowie den Ertrag und auch teilweise auf die Kosten. Und das Ganze schließen werden wir dann mit einem Flächennutzungsplan, der dann explizit darstellt, wo welche Maßnahme gefordert sein wird. Beginnen wir mit den physikalischen Vorgängen. Der Kühlung durch Wasser liegt zum einen die Verdunstung zugrunde, was in den meisten Fällen eigentlich dienlich ist. Hier haben wir durch den Wechsel des Aggregatzustandes das Wasser von flüssig zu gasförmig mit der Umgebungsluft bzw. dem umgebenden Stadtraum Wärmeenergie entzogen, wodurch dann die Kühlung stattfindet. Die Besonderheit bei der Verdunstungskühlung ist, dass das Wasser unmittelbar in der Umwelt freigesetzt wird, also auch der Nutzer des Schlachthofes damit in Kontakt kommt. Deswegen ist auch der zweite Punkt, die Nutzung der Kühlwirkung des Wassers über Wärmetauscher, besonders im Schlachthof, sehr interessant, da wir hier sowohl einen kontaminierten Boden als auch ein stark kontaminiertes Grundwasser haben. Dies ist dann aber anhand dieses geschlossenen Kreislaufs eines Wärmetauschers trotzdem nutzen können. Wenn wir jetzt auf die nächste Folie gehen, sehen wir den Ausgangspunkt unserer Arbeit. Im ersten Schritt haben wir uns den Schlachthof, das Areal angeschaut. Was finden wir vor? Was haben wir für Potenzialflächen für die verschiedenen Maßnahmen, die dann im nächsten Schritt erläutert werden? Sprich, man sieht es hier einfach nochmal schon in der Potenzialflächenanalyse. Es handelt sich hier nicht um Flächen, die explizit genutzt werden, sondern aufgesplittet nach den einzelnen Kühlsystemen haben wir uns hier erstmal angeschaut, wo könnten wir etwas verorten. Jetzt übergebe ich an meine Kollegen, die werden Ihnen die ganzen Kühlsysteme genauer erläutern. Dein Mikrofon ist noch aus, deswegen. Sorry. Okay, also dann kommen wir zu den Maßnahmen, die wir uns für den Schlachthof überlegt haben. Zum Anfang erstmal die Maßnahme, die für uns rausgeflogen ist, da sie nicht unbedingt lukrativ ist oder nicht unbedingt umsetzbar. Da hatten wir uns nochmal kurz, um das vorzustellen, uns überlegt, eine Kühlung durch Grundwasser das zu nutzen. Das haben wir in München gesehen, das wird teilweise schon genutzt, um Gebäude zu kühlen. Wir hatten gedacht, da der Straßenraum ja sich extrem aufheizt, dass man es vielleicht auf den Straßenraum umlegen kann, gerade mit diesen Kühlschlingen, dass man dann ein geschlossenes System entwickelt, durch das Grundwasser den Straßenraum kühlt. Durch die 13 Grad Grundwassertemperatur wäre das prinzipiell auch möglich, aber durch die ist sehr aufwendig in der Nachrüstung und auch sehr kostenaufwendig, deswegen haben wir das erstmal gestrichen. Und auch wie die Vegetationsgruppe das ja gerade schon vorgestellt hat, haben wir den Straßenraum ja eigentlich durch diese Ranggerüste schon abgedeckt und auch verschattet. Dann zu den umsetzbaren Maßnahmen, die wir uns überlegt haben, da wäre zum einen Wasserbecken anzulegen. In dem Bereich hatten wir das Problem, dass der Boden verunreinigt ist durch die industrielle Nutzung vorher. Deswegen sind jetzt offene Wasserteiche nicht möglich, aber gerade diese abgedichteten Becken, die vielleicht auch noch ein bisschen erhöht sind, würden sich anbieten. Wenn man das dann noch mit Wasser spielen oder Begrünung oder so Wasserpflanzen verbindet, wird die Verdunstung auch erhöht und dadurch die Umgebung nochmal mehr gekühlt. Durch die Erhöhung entstehen auch Sitzflächen, die man vielleicht irgendwie mit Holz verkleiden kann, was dann auch eine ganz schöne Aufenthaltsqualität bietet für den Raum. Dann hatten wir ja gerade eben schon das Thema bei der Vegetationsgruppe. Da geht es jetzt um die Bewässerung der Grünflächen. Zum einen erstmal die Bewässerung der Grünflächen, die bereits vorhanden sind, zwischen den Parkplätzen und im Bereich der Straßenbahn. Damit es ausreichend kühlt, braucht die Pflanze natürlich auch Wasser, um es zu verdunsten. Da hatten wir gedacht, wäre eine Tröpfchenbewässerung sinnvoll. Für den Bereich der Ranggerüste könnte man dieses System auch in die Ranggerüste verlegen und dann
punktuell an den Kübeln die Pflanzen bewässern. Genau. Da die Flächen auf dem Boden relativ gering sind, diese Begrünungsflächen, hatten wir gedacht, dass man vielleicht auch noch die Flachdächer der Bestandsgebäude und auch der Neubauten nutzen kann. Bei den Bestandsgebäuden würde es sich anbieten, das vielleicht noch für eine extensive Begrünung nachzurüsten und bei Neubauten eine intensive Begrünung und auch hier dann wieder diese Tröpfchenbewässerung als Bewässerungssystem zu nutzen. Es gibt auch eine Menge Bestandsbauten mit geneigten Dächern in dem Gebiet. Und da haben wir vorhin von der Simulationsgruppe ganz schön gesehen, wie stark die sich im Vergleich zu anderen Oberflächen erhitzen. Und deswegen sehen wir auch hier enormes Potenzial und schlagen hier vor, die geneigten Dachflächen zu bewässern. Das stellen wir uns so vor, dass, wie hier in der Ansicht gezeigt, dass man unterirdisch Regenwasser sammelt, generell im ganzen Gebiet. Und das quasi aufs Dach pumpt und quasi die Dachfläche in Peakstunden bewässert wird und sich dadurch weniger stark erhitzt und dort auch wieder Verdunstungskühlung stattfinden kann. Und das Wasser, was nicht verdunstet, läuft dann wieder zurück in das System. Es ist relativ einfach nachzurüsten. Es gibt auch Firmen, die das auch schon machen. Das sieht man anhand diesen Beispielbildern, dass man das auch relativ einfach nachrüsten kann. Und hier hat man auf der linken Seite auch nochmal so eine kleine Tabelle. Da sieht man, wie sich in den Dachgeschossen die Temperatur verändert. Hier sieht man ganz oben die Außentemperatur zwischen 35 und 36 Grad. Und man sieht, dass ohne Dachbewässerung es in Räumen schon die 30 Grad heiß wird und mit Dachbewässerung auch die Raumtemperatur auch nochmal 3-4 Grad abkühlt, was ja auch schon mal recht deutlich ist. Dann auf der nächsten Folie. Gehen wir nochmal zusätzlich zu den Wasserbecken, stellen wir uns nochmal Wasserspiele vor, im Sinne von, zum Beispiel an den Gebieten, wo man quasi in den Schlachthof reinkommt, aber auch an Aufenthaltspunkten sehen wir dort gute Potenziale, da auch einfach die gefühlte Temperatur an diesen Bereichen deutlich niedriger ist und es mehr Aufenthaltsqualität bietet. Hier ist es natürlich auch wieder aufwendig nachzurüsten, da das Ganze in den Boden eingelassen werden muss und das Wasser am Ende auch wieder aufgefangen werden muss. Dann eine weitere Maßnahme, die ein bisschen punktueller ist, auf der nächsten Folie, sind die Nebelduschen. Und hier profitieren wir wieder stark von dem Prinzip der Verdunstungskühlung. Dadurch, dass das Wasser halt vernebelt wird, wird die Oberfläche natürlich viel größer. Und dadurch hat man in den Bereichen punktuell eine starke Abkühlung und auch Spaziergänger oder Nutzer des Schlachthofes können sich dort auch abkühlen, wenn sie durch diese Nebelduschen gehen. Es ist relativ einfach nachzurüsten. Wir stellen uns das in zwei verschiedenen Systemen vor. Einmal diese auf der rechten Seite oben dargestellte, diesen Standfuß einer Nebeldusche, die man punktuell einfach aufstellt. Das sieht man auf der Karte schwarz verortet mit den schwarzen Punkten. Da muss man aber achten, dass auch ausreichend Platz ist, dass man quasi, wenn man nicht dadurch gehen möchte, dass man auch quasi sich um diese Nebelduschen drumherum bewegen muss. Und das Zweite ist, in den Ranggerüsten selber stellen wir uns dann auch nochmal punktuell Nebelduschen vor, wie dieser Nebelvorhang in diesem kleinen Rendering unten. Auf der nächsten Folie sehen wir dann nochmal, wie wir das Wasser aufbewahren, was natürlich die ganzen Aktionen speist. Dazu stellen wir uns ein Netzwerk aus Zisternen vor. Auf der linken Seite des Gebiets hat man viele Bestandsbauten, deswegen muss man dort in der Freifläche, unter den Freiflächen, diese Zisternen einbringen, wohingegen auf der rechten Seite das Potenzial da ist, wo neue Gebäude noch gebaut werden, dass man quasi an den Flächen schon Zisternen vorsieht. Genau. So, genau, jetzt gehen wir noch kurz auf die Zahlen ein, den Wasserverbrauch, den wir überschlägig schon hochrechnen konnten. Unsere Ausgangsposition hierzu war, dass wir uns einmal die durchschnittliche monatliche Niederschlagsmenge in den letzten 4 Jahren in Karlsruhe angeschaut haben, da wir unsere Systeme natürlich eigentlich in erster Linie mit Regenwasser, das aufgefangen wird, wie wir es gerade auf der vorherigen Folie gesehen haben, betreiben wollen. Wenn man sich das Ganze anschaut, ist natürlich auffällig und auch verständlich, dass wir in verschiedenen Monaten verschiedene Menge an Niederschlag haben. Allerdings über dieses ausgeprägte Zisternensystem, das Ganze eigentlich wie ein Puffer funktioniert, wir somit eine gleichbleibende Wasserversorgung gewährleisten können.
Im nächsten Schritt haben wir uns angeschaut, wie viele Hitzetage, sprich Tage über 30 Grad Celsius, haben wir im Sommer. Das Ganze dann auch addiert über die verschiedenen Hitzemonate, wodurch wir auf eine Hitzezahl pro Jahr in etwa 80 Tage kommen. Wenn man sich dann die verschiedenen Systeme anschaut, haben wir zum einen den Wasserverbrauch der Nebelduschen. Da haben wir jetzt einmal 12 punktuell aufgestellte Nebelduschen, diese laternenartigen Nebelduschen, die alle zusammen pro Tag etwa 2200 Liter Wasser verbrauchen. Wenn wir das Ganze dann mit den 80 Tagen pro Jahr hochrechnen, kommen wir auf einen etwaigen Wasserverbrauch von 175.000 Liter. Das Ganze wird natürlich noch ein bisschen ergänzt durch die Nebelduschen, die dann in das Tranksystem eingebracht sind. Wenn man sich dann auch den Wasserverbrauch der Dachbewässerung anschaut, insbesondere der Schrägdachbewässerung, sind wir schon bei viel größeren Mengen. Alleine dadurch, dass die Bestandsbauten uns schon eine Fläche von etwa 7000 Quadratmeter zur Verfügung stellen, die wir nutzen können für diese doch sehr effiziente Kühlung, was man jetzt auch in den Zahlen wieder sehen kann. Hier haben wir dann einen Wasserverbrauch von Tag von über 50.000 Liter, wodurch wir dann pro Jahr auf über 4 Millionen Liter kommen. Das sind jetzt sehr hohe Zahlen. Wir haben auch als Veranschaulichung nochmal das Ganze in die Einheit Badewanne umgerechnet, dass man sich ein bisschen besser vorstellen kann, besseres Verhältnis dazu bekommt. Aber trotz allem, trotz dem hohen Wasserbedarf, sehen wir, dass wir mit der Niederschlagsmenge, die wir übers Jahr in Karlsruhe auffangen können, trotzdem unser System versorgen können. Auch an die Kostenschätzung, wenn man es langsam daran gewagt, das ist sehr schwierig, da die Maßnahmen doch sehr selten zum Einsatz kommen. Allerdings kann man davon ausgehen, dass zum Beispiel eine Nebeldusche zwischen 4 und 450 Euro kostet, was dann einfach doch eine relativ einfach nachrüstbare und trotzdem kostengünstige Maßnahme ist. Sprich, dass die Wasserkühlung eigentlich im Schlachthof schnell und relativ preiswert nachgerüstet werden kann. Wenn wir jetzt auf die nächste Folie gehen, haben wir zum Abschluss unseren Flächennutzungsplan mitgebracht. Man sieht hier deutlich die Parallelen zum Potenzialflächenplan, den wir zum Anfang der Präsentation gezeigt haben. Hier haben wir jetzt aber wirklich explizit verortet, wo welche Maßnahmen gefunden wird. Wenn man sich das Ganze im Gesamtheitlichen anschaut, sieht man, dass es doch ein relativ flächendeckendes System für den Schlachthof ergibt, wodurch wir eine gute Kühlwirkung eigentlich in allen Bereichen des Schlachthofs erzielen können. Die verschiedenen Methoden sind in den meisten Fällen doch relativ einfach und schnell nachzurüsten, wodurch wir relativ spontan schon, also direkt nach dem Installieren der Anlagen, eigentlich die Kühlung in Betrieb nehmen können, was wiederum eine gute Ergänzung zum Beispiel zur Vegetation wäre. Bis diese Ranggerüste begrünt werden, könnten wir durch Wasser schon intensiv kühlen. So sieht man hier wieder, dass das Ganze eigentlich stark miteinander interagiert und so ein ganzheitliches System ergibt. Das war's von unserer Seite. Vielen Dank und wir stehen jetzt gerne zur Verfügung für Fragen. Ja, vielen herzlichen Dank an euch. Gibt es Fragen aus der Gruppe? Der Herr Belschner hätte gerne noch eine Frage. Ich habe jetzt das nicht ganz verstanden, aber es geht um die Wassermenge für die Nebelduschen. Aber mir scheint, ist das jetzt mitgerechnet worden, was die Bewässerung dieser ganzen Berankungsflächen angeht? Ist das auch damit dabei gewesen? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Die Bewässerung der Berankung ist in dieser Bilanz noch nicht berücksichtigt. Das stark davon abhängt, wie viele Pflanzen man hat und auch welche Art von Pflanzen man hat, was zum jetzigen Zeitpunkt noch nahezu unmöglich abzuschätzen ist, muss man sagen. Gibt es weitere Fragen? Nein, dann schlage ich vor, diskutieren wir am Ende nochmal, wenn wir alle Maßnahmen kennen. Und machen weiter mit der dritten Gruppe von Maßnahmen, den baulichen Veränderungen. Genau, damit hallo auch von unserer Seite. Und ich starte jetzt damit, euch was über die baulichen Veränderungen zu erzählen. Dazu erstmal eine kurze Gliederung. Wir starten auch mit dem gemeinsamen Flächennutzungsplan, dann mit unseren konkreten Potenzialflächen, die Erreichbarkeit auf dem Schlachthofgelände,
unsere Referenzen bzw. woher wir unsere Inspiration genommen haben, wie wir das Ganze dann umsetzen in verschiedenen Bausteinen und Modulen, vertiefen das Ganze dann noch und gehen dann noch auf ein Umnutzungskonzept ein. Genau, hier ist ja nochmal der Flächennutzungsplan, den wir jetzt schon ein paar Mal gesehen haben. Da sind die braunen Flächen, die quasi unsere Gruppe bearbeitet hat, die wir hauptsächlich durch Elemente beschatten. Auf dem Plan sieht man jetzt eben die Bereiche nochmal hervorgehoben und die haben wir jetzt dann einzeln bearbeitet. Hier haben wir die einzelnen Bereiche erstmal benannt auf der nächsten Folie. Genau, da sieht man, wir haben einmal den Eingangsbereich, der dann mit zwei Bereichen, dem Holzberg und dem Forum, relativ zentral liegt. Und dann der Bereich beim Café Alina, der dann mit einem Garten und unserem Marktplatz bespielt werden soll. Und dann noch eine kleine Arbeitsinsel bzw. eine Kaffeeecke. Die ganzen Flächen haben wir jetzt mal mit einem Radius von einer Minute Laufweg quasi belegt. Und da sieht man, dass das Gebiet schon relativ gut abgedeckt ist. Hier sind unsere Referenzen. Da sieht man eben, dass wir uns unsere Module in hellen Holztönen vorstellen und hier auch eben diese Elemente wie Pflanzkübel und Wasserteiche auch integriert wurden und das Ganze eben in so einer Konstruktionsweise von Lamellen, die aneinander geschraubt werden. Genau. Und damit gebe ich jetzt auch weiter an den Felix. Genau, also wie die Befragungsgruppe und also die Online-Befragungsgruppe am Anfang schon erwähnt hat, wollen die Leute Möglichkeiten, um sich draußen aufzuhalten, die auch beschattet sind und nicht einfach nur Bänke, die mitten in der Sonne stehen. Das war ein Grund für uns, dass wir uns eher auf diese freistehenden Bauten konzentriert haben. Ein anderer ist der Denkmalschutz, der es ziemlich schwierig macht, Änderungen an der Fassade an sich zu gestalten. Deshalb kommen wir jetzt nach den großflächigen Maßnahmen von Vegetation und Wasser eher in so ein bisschen kleinere Maßnahmen, die punktuell an verschiedenen Spots angewendet werden, um dort die Aufenthaltsqualität im Außenbereich zu erhöhen und die Leute dann, auch wenn es drin vielleicht zu heiß wird, mal nach draußen zu ziehen, dass sie draußen arbeiten können, sich draußen besprechen können und treffen können. Genau, auf der nächsten Seite sieht man dann unsere Herangehensweise. Also wir haben das Ganze runtergebrochen in verschiedene Bausteine. Eine ausführlichere Werkzeuganalyse bzw. Bausteinanalyse kann man dann auch in der Dokumentation finden. Da haben wir einen Werkzeugkatalog erstellt, der auch gleichzeitig eine Matrix beinhaltet, der bewertet, wie effektiv die Werkzeuge anzuwenden sind auf den Schlachthof. Und da gehen wir jetzt von dem kleinen Pflanzkübel, der so ähnlich wie ein Hochbeet funktioniert, nur dass man außenrum quasi eine Sitzfläche hat, um sich dort auszuruhen, über einen Teich, weil die dadurch, dass sie den Boden nicht aufreißen können, beziehungsweise nur bedingt, haben wir es alle ein bisschen angehoben und haben eine Außenkonstruktion entwickelt, quasi, dass man auch einen Teich auf dem Gelände realisieren kann, beziehungsweise Wasserflächen realisieren kann. Die Sitzgelegenheiten, das sind so Treppenstufen, die Richtung Süden eine vertikale Wand aufweisen, um die horizontale Fläche zu minimieren, die von der Sonne beschienen wird, um quasi so die Fläche, also die maximale Fläche zu reduzieren, die zum Aufheizen in dem Bereich zur Verfügung steht. Dann sieht man noch die so ein Pergola, ein Pergolen-Element, aus dem sich dann später auch viele weitere Module entwickeln. Genau, auf der nächsten Seite gehen wir ein bisschen großmaßstäblicher und da haben wir ein paar Module entwickelt, die unterschiedliche Tätigkeiten ansprechen, wo man vom Pausenmodul über ein Besprechungsmodul, wo jetzt quasi ein Stehtisch drin wäre, der beschattet ist, wo man auch mal im Stehen arbeiten kann oder sich besprechen kann,
über ein Erholungsmodul, in dem man mit so Treppenanlagen auch beschattet ist und direkt mit Begrünung noch und Wasser eine imminente Kühlungsmethode hat. Und dann gehen wir jetzt weiter auf die einzelnen Spots, unsere Vertiefung. Zum einen der Eingang, der mit einem Laubengang gestaltet werden soll, dass man quasi schon, wenn man an dem Schlachthof vorbeiläuft, sieht, dass sich das Gesicht des Schlachthofs geändert hat, dass man die Besucher einlädt, beziehungsweise auch die Durchquerung von dem Schlachthof vereinfacht und den Park auf der anderen Seite so ein bisschen wieder aufgreift, weil auf der einen Seite haben wir die Stadt und auf der anderen Seite den Park, dass man das so ein bisschen als verbindendes Element aufzieht und gleichzeitig so eine Art Tor bildet, das in den Schlachthof führt. Genau, auf der nächsten Seite sieht man dann nochmal in groß, wie wir uns so ungefähr vorstellen. Also wieder diese Idee des Laubengangs, der bewachsen ist und dadurch eine Zone definiert, in der Fußgänger sich bewegen können und Radfahrer und gleichzeitig auch den Schlachthof quasi gegen den Autoverkehr abriegelt, um dann die ständig geschlossenen Tore, die in der Mauer, in der Backsteinmauer vorhanden sind, eventuell öffnen zu können und so eine bessere Durchquerung vom Schlachthof zu ermöglichen. Dann haben wir das Forum als Vertiefungsbereich. Hier ist das Ziel, dass man eine großflächige Anlage schafft, in der man zum einen im Schatten sitzen kann, aber zum anderen auch Veranstaltungen abhalten kann und so eine Art Tribüne schafft mit angrenzenden kleinteiligeren Arbeitsplätzen, in die man sich zurückziehen kann, wenn man in Ruhe arbeiten will. Und gleichzeitig soll man durch die Verschattungselemente innerhalb zwischen den Gebäuden eine Zone schaffen, in der sich die Luft ein bisschen abkühlt und die warme Luft dadurch quasi aus den angrenzenden Gebieten auch abmildern kann. Genau, hier sieht man nochmal, wie wir uns das ähnlich vorgestellt haben. Damit gebe ich ab. Dann mache ich mit dem sogenannten Holzpark weiter, der die Eingangssituation vom Viehhof bespielt. Und zwar sieht man ja auf dem Bestandsfoto schon, dass es von den Nutzern schon genutzt wird und bespielt wird, aber es wirkt alles eher noch etwas zusammengewürfelt. Also es gibt diese gelben Elemente, auf denen man sitzen und liegen kann. Dann so Bierbank-Garnituren und auch schon mit Paletten wird was gebaut. Allerdings wirkt es, wie gesagt, noch etwas zusammengewürfelt und deswegen wollen wir den Raum etwas mehr fassen, indem wir ein Podest bauen, auf das man dann einen Schritt nach oben gehen muss, sich dann aber auf der Holzstruktur bewegt und aus diesem Holz heraus entwickeln sich dann eben verschiedene Elemente, die man unterschiedlich nutzen kann. Also es sollen sich Gemeinschaftsräume entwickeln, wo man sich zusammen aufhält, wo man sich austauschen kann, aber auch Elemente, auf denen man alleine zur Ruhe kommen kann oder vielleicht auch ein Telefonat führen kann. Also es soll sowohl dort auch ein Arbeitsplatz angeboten werden, als auch die Freizeitnutzung bzw. Pausenzeiten, Mittagspausen und so weiter. Und dadurch, dass wir noch das Wasserspiel integrieren, über das man auch drüber laufen kann, ist auch angedacht, dass man vielleicht an der Stelle barfuß sich bewegen kann, sich da noch mal ein bisschen freier fühlt und von dem Asphalt ein bisschen Abstand gewinnt. Dann im Bereich vom Café Alina und der jetzt noch brachliegenden Fläche, die ja sehr gut angenommen wird, haben wir eine Art Marktplatz angedacht. Und zwar in dem Sinne, dass man dort seine Kräuter anbauen kann, Gemüse anbauen kann, so wie es jetzt auch schon gemacht wird. Dass die Leute dort eine kleine Abwechslung haben zwischen der Arbeit oder nach der Arbeit sich mit was anderem beschäftigen können, wie zum Beispiel die Pflanzen zu pflegen. Dann ist eben, wie schon Marktplatz, das ja auch sagt, angedacht ist als Treffpunkt und Ort des Austausches. Und genau, die Module hier dann eher auf die Gemeinschaft bezogen sind. Allerdings, hier sieht man nochmal ein Bild, wie es dann auch mit Wassermodulen aussehen könnte. Also das eben gezeigte Teichmodul ist dann hier auch mit integriert.
Allerdings ist ja diese Fläche schon ausgeschrieben, dass sie eventuell bebaut werden könnte. Und deswegen haben wir uns dann überlegt, dass man die Module dann auch neu positionieren könnte, beziehungsweise über den Schlachthof verteilt, falls es jetzt dazu kommen sollte und sich dann die Fläche der Gartenbeete leider verringern muss auf diesen Bereich, der dann vor dem Café Alina noch frei ist, aber trotzdem da noch weiterhin bespielt werden kann. Und das Ziel ist eben, den Schlachthof dann großflächig, also ein großflächiges Netz zu spannen aus Bereichen, die durch bauliche Veränderungen eben verschattet werden. Man wie so eine Art Rundlauf hat, der sich dann irgendwann, je mehr Maßnahmen umgesetzt werden, immer weiter zustrickt und man immer von einer Veränderung zur nächsten quasi übergeleitet wird und sich so insgesamt die Hitze reduzieren soll und die Aufenthaltsqualität im Freien dadurch erhöht. Und mit dem letzten Bild würde ich dann schon zur nächsten Gruppe überleiten, da es natürlich auch kleinere Flächen gibt, auf denen man schon temporäre Interventionen sofort umsetzen könnte in Form von kleineren Projekten in kleineren Maßstäben, wozu wir jetzt in der nächsten Präsentation noch was hören werden. Falls jetzt schon direkte Fragen bestehen, würden wir die auch gerne beantworten. Vielen Dank. Vielen Dank an euch. Auch wenn die Überleitung jetzt zu den kurzfristigen Interventionen schon da war und die sich auch tatsächlich wunderbar angeboten hat, kurz, aber trotzdem die Frage in die Runde, ob es Fragen dazu gibt. Das scheint nicht so zu sein. Nein, dann verschieben wir auch das auf die Diskussion danach und greifen doch die Überleitung sehr gern auf. Ich habe es eingangs gesagt, wir haben uns anfangs vor allem viel um die großen Maßnahmen gekümmert, wie können wir langfristig die Temperatur auf dem Schlachthof in den Griff bekommen und eigentlich ausgehend von einem Referat, das die gleich folgende Gruppe gehalten hat, wo es um Best-Practice-Beispiele ging, dachten wir, das wäre eigentlich auch schön, Ihnen ein paar Maßnahmen zu skizzieren, die man vielleicht etwas schneller und etwas einfacher und vor allem kurzfristiger umsetzen kann. Und die hören wir jetzt. Genau, dann fange ich einfach mal kurz an. Also wir haben uns, wie schon gerade gesagt, eben mit den temporären Interventionen ein bisschen auseinandergesetzt. Ich werde jetzt gleich noch mal kurz ein bisschen auf das Beispiel, wo wir eben viele Inspirationen her haben, in Wien eingehen. Und dann schauen wir uns das Ganze noch an, wie eben die Situation auf dem Schlachthof aussieht und wie man die Sachen dort anwenden kann. Und außerdem haben wir auch einen kleinen Katalog gestaltet, wo dann auch noch mal ein bisschen ausführlicher eben die Sachen drin sind. Und genau, wir sprechen jetzt auch einfach nur ein paar Beispiele in dieser Präsentation mal an. Genau. Zum Ersten haben wir uns eben im Vorfeld in dem Seminar mit der Stadt Wien beschäftigt, da die sich schon seit einiger Zeit mit Hitzeanpassungsmaßnahmen intensiv beschäftigt, weil die einer Studie zufolge auch die am stärksten von Hitzewellen betroffene Stadt in Europa sein wird in der Zukunft, weil da nicht nur wie in anderen Städten auch die Wachstumsraten und damit wachsenden Siedlungsflächen mit reinspielen, sondern eben auch die Lage in den Alpen. Da sind die Auswirkungen des Klimawandels voraussichtlich fast doppelt so hoch wie im weltweiten Mittel. Und genau, und da haben sie diese Karte erstellt, die dann als Grundlage für die ganzen Hitzemaßnahmen in der Stadt eben auch dient. Und die ist jetzt auch nicht nur auf den einzelnen Temperaturen erstellt, sondern da spielen auch andere Faktoren mit rein, wie die grün-blaue Infrastruktur, also Grünflächen und Wasser, die ja gleichzeitig kühlend wirken. Ich stelle jetzt im Folgenden gleich noch zwei Projekte vor, die wir eben in dem Zusammenhang gefunden hatten. Und genau, eins davon sind die coolen Straßen. Das ist ein Projekt, das hat letztes Jahr erst stattgefunden. Da wurde in den drei Wiener Bezirken, die am heißesten festgestellt wurden, eben jeweils eine Straße gesperrt für den Verkehr sowohl als auch genau dann zugänglich gemacht für die Bewohner. Es wurden dort Bänke aufgestellt, Rollrasen ausgelegt, Pflanzen hingestellt, Sprühnebelanlagen installiert. Genau, und das
Projekt war vor allem gedacht für Kinder und ältere Menschen, die am stärksten von der Hitze betroffen sind. Aber es ist natürlich auch ein Treffpunkt für alle Bewohner außenrum, um mal der warmen Wohnung zu entfliehen. So wird dort auch nicht nur die Lufttemperatur gesenkt, sondern eben auch das Miteinander gefördert und eben so ein Veranstaltungstreffpunkt für die Nachbarschaft geschafft. Dort wurde dann auch eine Umfrage gemacht. Da hat man dann festgestellt, dass eben die gefühlte Lufttemperatur im Bereich dieser coolen Straßen um 0,5 bis 1,5 Grad kühler ist und im Bereich von den Sprühnebelanlagen sogar bis zu 5 Grad kühler ist. Und da die Resonanz in dem Projekt letztes Jahr so hoch war und auch sehr positiv war, hat und die Umfrage eben auch gezeigt hat, dass sich viele das wiederholt wünschten, wird es jetzt dieses Jahr nochmal umgesetzt und nicht nur in den drei Bezirken, sondern in jedem Wiener Bezirk wird quasi die wärmste Straße jetzt zu einer coolen Straße umgestaltet. Genau. Dann kommen wir noch zu einem nächsten Projekt. Das ist kein Einzelprojekt, sondern es ist eher ein Aktionsprogramm, die Kretzel-Oase, in dessen Rahmen die Einwohner selber für die Einwohner kleine temporäre Projekte umsetzen können und somit eben auch das eigene Viertel mitgestalten können. Dabei kann es sich um wiederkehrende Veranstaltungen oder dauerhafte Gestaltungen von Parkplätzen, Gehsteigen oder auch Plätzen im Allgemeinen handeln. Von großer Beliebtheit, wie man jetzt auch hier auf den Bildern sieht, sind da die Parkletts, die eben zum einen Sitzgelegenheiten bieten und zum anderen werden sie oft auch noch begrünt, um eben die tristen Straßen, weil dort oft Grünzüge fehlen, eben auch ein bisschen zu begrünen. Genau, also da werden dann Hochbeete, Blumenkasten und so weiter eingesetzt. Dann ein weiteres Projekt der Kretzel-Oase, das ich kurz nochmal näher erläutern will, ist die Wanderbaumallee. Die gibt es auch nicht nur in Wien, da haben wir auch Beispiele in München, Stuttgart oder Frankfurt zum Beispiel gefunden. Hierfür werden Bäume in mobile Pflanzgefäße gepflanzt. Hier sieht man jetzt, hier in dem Fall sind es Mülltonnen, die ziehen dann von Straße zu Straße und verwandeln eben diese einzelnen Straßenzüge in kleine Alleen und schaffen dadurch nicht nur ein bisschen Grün und Schatten und somit Aufenthaltsqualität in den einzelnen Straßen, sondern können auch in diesen Straßen eben neue Nutzungsmöglichkeiten im öffentlichen Raum mit aufzeigen. Genau, und dann kommen wir auch schon zur Situation auf dem Schlachthof. Ja, also wir haben jetzt analog zu der Karte von Wien, die wir am Anfang gesehen haben, versucht, so eine kleine vereinfachte Hitzekarte für den Schlachthof zu erstellen. Und die entspricht jetzt unserer subjektiven Wahrnehmung an einem heißen Sommertag, aber es stimmt auch mit den Bildern der Wärmekamera, die wir ja schon gesehen haben, überein. Und hier sieht man, dass die Straßenzüge, die rot markiert sind, von uns als besonders heiß empfunden wurden und es aber auch Bereiche gibt, wie zum Beispiel der Urban Gardening-Bereich in der Mitte, der eher als kühlend empfunden wurde. Und dann haben wir bestimmte Situationen nochmal genauer angeschaut. Und hier sieht man die Hitze-Hotspots im Bestand. Dazu gehören der ruhende Verkehr, das haben wir ja vorhin im Referat schon gehört, wo es eben keine Beschattung oder Grün gibt und die Autos sich extrem stark aufheizen. Und dann gibt es auch Sitzmöglichkeiten, die eigentlich schön sind, aber aufgrund der fehlenden Verschattung im Sommer wenig Aufenthaltsqualität bieten. Das nächste sind die kühlenden Orte. Dazu gehört eben der Urban Gardening-Bereich. Und es gibt auch schon Bäume in Kübeln, ähnlich wie bei der Wanderbaumallee. Und die Vorzonen werden auch teilweise schon als verschattet und bieten somit Aufenthaltsräume draußen. Danach haben wir uns überlegt, welche Maßnahmen zur Hitzereduktion aus unserer Recherche auf dem Schlachthof Anwendung finden könnte. Und wichtig war uns dabei, dass die Eingriffe kleinmaßstäblich sind und von den Nutzer und Nutzerinnen selbst umgesetzt werden können. Und das Ganze vor allem auch kurzfristig umgesetzt werden kann. Als erstes haben wir die Wanderbaumallee ausgesucht, weil man damit das Gebiet unabhängig von der Bodenstruktur begrünen kann. Das zweite sind die Nebelduschen, die punktuell an stark genutzten Orten eingesetzt werden können, um Abkühlung im Sommer zu schaffen. Und als drittes Gardening, was ja auf dem Schlachthof schon praktiziert wird. Die Interventionen sind dabei
nicht räumlich gebunden und sollen somit auch so ein bisschen als Testmodule fungieren, um Standorte für dauerhafte Maßnahmen zu erproben. Und zu diesen Maßnahmen haben wir dann einen kleinen Interventionskatalog erstellt, den wir jetzt nicht komplett vorstellen wollen, aber sondern nur das Beispiel hier der Nebeldusche und ein bisschen erklären, wie der aufgebaut ist. Also auf der ersten Seite ist dann erstmal ein Kurzeinstieg mit den wichtigsten Fakten in der Übersicht, wie hier zum Beispiel der Anwendungszeitraum, die Kosten, Wasserverbrauch oder auch der Hinweis, dass die Nebelduschen auch zur Bewässerung eingesetzt werden kann. Auf der zweiten Seite sieht man eine Karte mit möglichen Standorten. Die Maßnahmen sind ja beweglich und können fast überall eingesetzt werden. Da ist es eher so ein Vorschlag an Orten, an denen sich die Nutzung anbieten würde. Und darunter stehen dann noch verschiedene Varianten in verschiedenen Preisklassen, wie hier am Beispiel der Nebendusche, zum Beispiel der Sprühschlauch, der ab 20 Euro zu kaufen ist, oder die Nebeldusche, die eben dann für 400 Euro ein bisschen teurer wäre. Auf der Seite 3 ist dann noch eine näher erklärt, was bei der Umsetzung zu beachten ist, und es gibt noch detailliertere Informationen. Und das sind auch ein paar Eindrücke, wie das Ganze dann vor Ort aussehen könnte und was es für Kombinationsmöglichkeiten gibt. Das erste Foto zeigt die Sitzmöglichkeit vom Anfang, die dann einfach ganz simpel mit einem Sonnensegel verschattet ist. Das zweite sind die Wanderbäume, die jetzt in dem Fall mit einer Bank kombiniert sind. Das heißt, dass es dann eben eine Sitzmöglichkeit und Schatten gibt. Und das dritte ist der Nebelschlauch, der gleichzeitig auch als Bewässerung für die Pflanzen im Urban Gardening benutzt werden kann. Ja, das war unsere Präsentation. Ja. Vielen Dank euch beiden. Auch ich spare nicht mit Applaus. Danke. Gibt es dazu eine Runde Fragen? Okay. Wie gesagt, das ist jetzt auch speziell nochmal für die kurzfristige Geschichte und kurzfristige Umsetzung gedacht, eben nochmal zu schauen, dass wir eben nicht die riesengroßen Maßnahmen, wie sie jetzt vorher vorgestellt worden sind, angedacht haben, sondern auch die kleinen temporären Interventionen möglich sind und dementsprechend dann später auch im Katalog nachzulesen, was wie schnell umsetzbar ist. Und ich glaube, darüber ist dann auch die Qualität innerhalb des Beitrags zu sehen. Und man sieht ja auch, dass es doch verhältnismäßig schnell mit ganz schönen Ergebnissen zu rechnen ist. Um dann wieder umzuleiten, auch auf die Sache, funktioniert sowas auch überhaupt? Haben wir noch zum Schluss dann unsere Joker-Gruppe, die eben auch überprüft hat mit Hilfe von digitaler Simulation, bringt uns diese Interventionen, also auch die etwas größeren baulichen Umsetzungen und Veränderungen durch Vegetation, was im Bereich und was könnte ihr denn im Idealfall von allen Maßnahmen erwarten? Dann Raphael und Katharina, vielen Dank, oder beziehungsweise ihr seid die Bühne. Genau, also wir stellen jetzt noch mal kurz vor, was die vorgeschlagenen Maßnahmen bewirken können. Und wir haben das in zwei Teile aufgeteilt. Zum einen der nächsten Folie, die Simulation, was die für Auswirkungen auf den Innenbereich haben, und dann noch mal, welche Auswirkungen es auf den Außenbereich hat, so als Gesamtquartiersübersicht. Und zunächst mal die Innensimulationen wurden mit dem Programm Design Builder erstellt, das so einen Zusammenhang mit Energy Plus hat. Und man könnte es theoretisch mit SketchUp noch verknüpfen, was man aber nicht unbedingt braucht. Und das Programm bietet eben die Möglichkeit, Innenraumanalysen, Simulationen zu machen, zum Beispiel Tageslichtanalysen oder ob die Heizung, Lüftung, Klimatechnik, die man geplant hat, ob das funktioniert. Oder
die Strömungstechnikmechaniken innerhalb von einem Raum zum Beispiel. Natürlich hat das Programm auch ein paar Einschränkungen. Bei uns war eine sehr spürbare Einschränkung, dass wir kein Wasser simulieren konnten oder nur sehr schlecht. Dadurch die Annahme, dass eben ja, wir mit sehr feuchtem Gras gearbeitet haben oder eben, dass der PC bei zu großen Modellen ja, die Rechenleistung nicht bringen kann. Genau, die Voraussetzung ist eben, dass man mit einem digitalen Zwilling arbeitet, also man muss sein Gebäude digital modellieren. Man braucht natürlich auch die Wetterdaten. Bei uns ist das jetzt hier Straßburg, weil es die besten Daten für Karlsruhe waren, da es für Karlsruhe selber nichts gab. Und unsere Simulationen wurden am 13. Juli durchgeführt. Genau, und die Gebäudematerialitäten, die wir mal angenommen haben, sind jetzt nur sehr rudimentär und das hat für die Außenwände einfaches Natursteinmaterial mit einer Zusatzisolierung und einem ungedämmten Dachraum. Dann kommen wir schon zur ersten Simulation, dem begrünten Dach. Hier sieht man mal rechts, wie das Ganze in Designbilder ausgesehen hat. Das ist jetzt hier nur ein Beispielgebäude, da die Gebäude vom Schlachthof dann doch die Rechenleistung vom Laptop gesprengt haben. Und hier ist zu sagen, dass das Gründach additiv aufgesetzt wurde, also wie es jetzt dann auch wäre, wenn man das nachrüsten würde. Genau, hier sieht man noch die Ergebnisse. Links das begrünte Dach und rechts ein Standarddach. Da sieht man doch schon, dass das begrünte Dach deutlich kühler ist. Also die Oberflächentemperaturen sind das jetzt, dass das Gründach deutlich kühler ist als das Standarddach. Hier auch wieder der Hinweis auf die Thermografiegruppe vom Anfang. Unsere Werte sind hier ein bisschen höher, weil einfach unsere Außentemperatur in der Annahme generell schon höher war. Genau, und dann hier sieht man nochmal, welche Auswirkungen das begrünte Dach auch auf den Innenraum hat. Hier ist noch zu sagen, dass keinerlei Kühlsysteme ansonsten im Gebäude verbaut wurden sozusagen, sondern nur natürliche Ventilation gegeben war. Und man sieht aber trotzdem, dass die Temperatur vom begrünten Dach doch schon ein paar Grad kälter ist. Und die Temperaturen stimmen auch in etwa überein mit denen, die die Wassergruppe vorher gezeigt hat bei den Messungen. Genau, dann zur nächsten Simulation, dem Sonnensegel. Hier zu den Voraussetzungen, Designbilder. Also es wurde am Gebäude mit dem Gründach getestet. Und das Sonnensegel ist aber eine Schattenkomponente des Programms, die dann aber nur zu 50% opak ist, also doch ein bisschen durchlässig. Und dann sieht man auf der nächsten Folie schon, wenn man die Dächer mal außen vor lässt, es geht jetzt nur um die Oberflächen der Wände. Die rechten größeren Wände, die man sieht, ist die Südseite des Gebäudes und die linke Wand die Westseite. Hier ist vielleicht noch dazu zu sagen, dass man nur die Mitteltemperatur der gesamten Oberfläche nehmen konnte und nicht von einzelnen Spots. Deswegen ist sie hier generell ja, schon relativ hoch, da man doch nur punktuell verschatten kann. Aber man sieht kleine Besserungen dann doch. Wobei man dann im Innenraum auf der nächsten Folie schon sieht, dass man da ja, doch schon ein paar Grad entspannen kann, da man die Sonnensegel eben sehr gezielt zum Beispiel vor den Fenstern jetzt einsetzen kann. Die gleichen Werte wurden aber allerdings auch erzielt, wenn man das, den Dachüberstand zum Beispiel auf 1,5 Meter vergrößert hat. Genau, dann noch zu einer temporären Veränderung, den Wanderbäumen. Die sehen jetzt hier sehr massiv aus, allerdings hat das Programm so ein genau so einen Haken sozusagen, wo man dann sagt, das ist die maximale Oberfläche und die haben aber trotzdem eine Durchlässigkeit, weil es ein Verschattungselement ist und hier eben Vegetation. Und dann sieht man auch, dass jetzt die Oberflächen sich nicht so stark abgekühlt haben. Wahrscheinlich einfach dadurch, dass die Bäume doch ein Stück vom Gebäude wegstehen. Genau. Aber es gibt doch schon einen Unterschied und man muss vielleicht auch noch bedenken, dass es jetzt nur die rein gemessenen Temperaturen sozusagen sind, aber es ja für eine Person, die sich da im Schatten aufhält, doch einen Unterschied macht, ob man jetzt in der direkten Sonne steht oder im Schatten steht, das ist einfach gefühlt nochmal eine andere Temperatur. Und im Innenraum
auf der nächsten Folie. Genau, da machen jetzt die Bäume keinen großen Unterschied, weil, wie gesagt, die doch ein bisschen von den Fensterflächen wegstehen. Vielleicht, genau, da kann man, jetzt sieht man das hier ganz gut, dass man einfach schauen muss, welche Maßnahme braucht man an welcher Stelle und das dann so anwendet, dass man eben die passende Maßnahme hat und jetzt noch einen Überblick über das gesamte Quartier. Genau. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil unserer Analysearbeit, und zwar zu den Außenanalysen. Dazu haben wir auch eine andere Software benutzt, und zwar nicht Designbilder, sondern die Open Source Konkurrenz dazu. Und zwar heißt das Tool Ladybug und Honeybee. Das ist ein Plugin, was man dann in Grasshopper in einem CAD-Programm zusammen mit Rhino dann benutzen kann. Und im Hintergrund läuft aber trotzdem wieder Energy Plus bzw. Open Studio, genauso wie bei Designbilder, was Katharina dann eher für die Innensimulation auch verwendet hat. Man kann auch noch andere Simulationen durchführen, so wie Tageslicht- und Beleuchtungssimulation. Es ist vor allem halt auch toll für uns, weil das halt Freeware ist und nicht, es gibt andere Programme, so wie EnvyMat, die dann auch auf den Außenraum spezialisiert sind, aber extrem viel teurer. Aber deswegen war das für uns jetzt extrem gut, und es ist auch ein echt tolles Programm, was eine große Online-Community hat und sehr engagierte Entwickler auch, und man wirklich gut beraten ist in Online-Foren. Es gibt dort verschiedene Tools, also Honeybee ist eigentlich so gewissermaßen die Brücke zwischen dem CAD-Programm, wo man das Modell dann drin hat, und dann eben Energy Plus, wo dann eigentlich die Simulationen drin geführt werden. Und dann gibt es noch andere, das ist eben Ladybug, das ist dann vor allem für die Visualisierung von den Ergebnissen, die man dann gewonnen hat. Es gibt auch noch eins, das heißt Dragonfly, das ist leider noch in Entwicklung. Mit dem könnte man dann eben noch gezielter auch die Auswirkungen im Außenraum studieren. Das hat bei uns leider nicht geklappt, die Ergebnisse waren da noch nicht verlässlich. An dem wird aber auch, wie gesagt, noch gearbeitet. Sehr wichtig ist es, auch hier besonders über die Einschränkungen zu sprechen, weil wir haben hier ja ein Programm genutzt, was eigentlich besonders auf die Simulationen im Innenraum ausgelegt ist, so ähnlich wie Designbilder auch. Allerdings ist es trotzdem möglich, Simulationen im Außenbereich durchzuführen mit Workarounds, allerdings natürlich mit erheblichen Einschränkungen. Die wichtigste Einschränkung ist wohl, dass es kein Wind berücksichtigt werden kann. Dazu werden andere Programme benötigt, die eben extrem teuer sind. Also wir müssen davon ausgehen, dass es windstill ist zu dem Zeitpunkt. Und es können auch keine Hitzeströme detailliert berücksichtigt werden. Es kann allerdings Verdunstung berücksichtigt werden für die Oberflächen dann. Allerdings nicht der kühlende Effekt von der Verdunstung auf die umliegende Luft und dadurch auch wieder auf die umliegenden Oberflächen. Also man hat eine kleine Verfälschung dadurch auf jeden Fall. Wir haben auch sehr rudimentäre Gebäudevolumen für die Simulation benutzt. Und eine weitere Einschränkung ist hier auch wieder, dass man kein Wasser benutzen konnte, beziehungsweise man konnte ein Wassermaterial benutzen, aber dann eben nur ein Wassermaterial und kein Vegetationsmaterial, weil das Programm eben dafür ausgelegt ist, dass man nur ein Gründach hat für ein Gebäude. Und da würde es keinen Sinn machen, dann verschiedene grüne Parameter sozusagen zu haben. Deswegen haben wir ein Material hierfür entwickelt oder festgelegt, was einige Parameter zwischen Wasser und zwischen Vegetation aufweist, was wir dann für unsere gesamte Simulation anwenden können. Hier sehen wir jetzt einmal ganz schön im Gesamtüberblick erklärt nochmal, was die einzelnen Gruppen jetzt eigentlich vorhatten. Also hier unten mit der Legende hier auch beschriftet. Das Blaue sind dann die Wasserdächer, das Grüne die begrünten Dächer, Rot sind die Dächer, die gleich geblieben sind. Dann sieht man hier auch schön die grünen Gleise, und die beschatteten Elemente sind hier in Beige dargestellt. Das ist natürlich jetzt alles der Extremfall. Wir sind da jetzt sozusagen vom Extremfall ausgegangen und haben
sind dann in einige Regionen noch ein bisschen reingezoomt und haben uns da einige Ecken noch genauer angeschaut. Das ist jetzt tatsächlich auch die Hauptsimulation für den Außenbereich. Und da sieht man auch auf den ersten Blick schon ganz kräftige Unterschiede. Also auch hier haben wir die Simulation am 13. Juli zwischen 14 und 16 Uhr durchgeführt. Und auch hier haben wir die Wetterdaten von Straßburg genommen, weil es einfach die einzigen und die besten Wetterdaten für den Ort Karlsruhe auch waren, die in dem Format eben verfügbar sind, weil für diese Programme kann man eben nur bestimmte Formate benutzen, dieses EPW-Format. Die Außentemperatur an diesem Tag betrug hier 31 Grad. Und man sieht, dass wir eine Skala von über 55 Grad hier auch haben. Und das Niedrigste, was hier in Dunkelblau dargestellt ist, sind immer noch 35 Grad oder kälter. Man sieht hier auf den ersten Blick eben ganz krass auch die Unterschiede auf den Dachoberflächen, wo wir hier dann fast einen Unterschied von 20 Grad haben. Hier haben wir jetzt, was hier relativ erschreckend jetzt erstmal in Rot erscheint, ist eine beispielhafte Beschattung für zum Beispiel aus zum Beispiel Holzpavillons können das eben sein. Da heizt sich die Oberfläche von oben natürlich auch recht kräftig auf und das gesamte Material, was relativ dünn ist in dem Fall, deswegen hat man hier auch so hohe Werte, weil die Temperaturwerte hier immer auf das gesamte Material sich beziehen. Allerdings unten drunter hat man natürlich einen extrem durchgängigen Schatten, der dann auch unter 36 Grad Temperatur ermöglicht. Hier sehen wir auch noch einmal die Grüngleise. Die haben wir jetzt hier in bewässert simuliert und hier oben in nicht bewässert. Also hier oben sieht man, dass sie eigentlich fast gar keinen Effekt haben, wenn sie trocken sind. Aber wenn sie dann befeuchtet sind, hat man erhebliche Effekte durch die Verdunstung. Hier sieht man nochmal eine andere Art der Verschattung und zwar hier. Das sind Membranen, die da aufgespannt werden. Die heizen sich natürlich auch nicht so sehr auf die an der Oberfläche. Und unten drunter hat man trotzdem einen relativ schönen Schatten. Hier sieht man auch noch die Pergolen, die geplant wurden. In dieser Simulation sind die Effekte da relativ eingeschränkt. Da müsste man vielleicht aber auch noch ein paar Parameter schrauben. Zum Beispiel sind die Flächen der Beschattung hier relativ klein. Da müsste man nochmal sehen. Hier kommen wir jetzt auch schon zu den kurzfristigen Interventionen, die ja auch vorgestellt wurden. Da gibt es einmal zum Beispiel diese Wanderbäume, die sind hier diese kleinen Bäume oder auch hier. Und dann eben dieses Urban Gardening mit ein bisschen Wasser auch noch. Dazu sehen wir hier auch die Simulationen. Hier eben mit diesem Urban Gardening, da haben wir so ein Durchschnittsmaterial gebildet, weil man ja eben nur ein Vegetationsmaterial bilden konnte, was jetzt nicht ganz so feucht ist. Da müsste man aus diesen orangen und den hellblauen Flächen jetzt noch so einen Durchschnitt bilden. Dann wäre man vielleicht so bei 46 Grad, was ja auch schon besser ist als hier die umliegende Temperatur, wo man dann bei 53, 54 Grad Oberflächentemperatur wäre. Und das hier ist jetzt auch schon unsere letzte Folie, wo wir jetzt auch nochmal schön diese Wanderbäume zeigen, wo man jetzt schon einen gewissen Unterschied sieht. Natürlich sind die Unterschiede jetzt im Vergleich zu den langfristigen Maßnahmen erheblich kleiner, aber trotzdem, denke ich, ist es ein hervorragender Weg auch, wie man hier sieht, schon mal auszutesten, wo sind eigentlich Beschattungssysteme besonders gefragt und wo verbessern sie besonders den Aufenthaltsraum, und da kann man dann auch nochmal gezielt besonders mit den langfristigen Interventionen nachbessern. Das ist es dann auch von unserer Seite. Also falls es noch Fragen gibt, können Sie die natürlich auch gerne stellen. Ja. Wunderbar, vielen lieben Dank an euch. Ich muss sagen, beim ganz technischen Teil bin ich manchmal, ne, das hat auch ein Semester, das übersteigt manchmal meine Fähigkeiten, mir das alles vorzustellen, Software, aber ich glaube, das unterstreicht umso mehr, was da alles dahinter steht und wie viel Aufwand da dahinter ist. Vielen Dank. Genau. Bleiben wir nochmal ganz kurz vielleicht bei der Simulationsgruppe. Gibt es dazu konkrete Fragen, bevor wir dann die Diskussion öffnen?
Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann würde ich vorschlagen, dass ihr eure Bildschirmpräsentation erstmal stoppt, sodass wir wieder alle im Überblick sehen. Und dann würde ich doch mal versuchen, dass alle ihre Kameras wieder einschalten und dann gucken wir, wie gut das Internet das mitmacht. Ich würde gern die Diskussion, sofern wir dann jetzt eine führen, auch weiterhin aufnehmen. Wir dachten vorhin, vielleicht gibt es einfach an der einen oder anderen Stelle interessante Fragen und hoffentlich noch interessantere Antworten, die wir dann eben auch im Video haben. Ja, liebe Klima AG, oder Markus, möchtest du noch mal was jetzt zusammenfassend sagen? Ich kann ja mal den Icebreaker spielen, so dann. Nee, also Herr Belschen hat das ja auch gerade schon in den Chat geschrieben. Ich will mich auch nochmal bei allen bedanken. Also es ist relativ selten, dass wir bei einer Endpräsentation so eine Kompaktheit erreichen. Ja, oft haben wir doch Beiträge, die so ein bisschen auseinanderlaufen. Und ich finde es wirklich außergewöhnlich, dass ihr auch als Gesamtgruppe nie euch aus den Augen verloren habt. Vielleicht sollten wir das wirklich lernen für die Zukunft und mehr digital machen. Im Seminarraum gelingt uns das immer nicht so irgendwie. Also das nochmal ganz nebenbei. Ich finde ganz wichtig, dass wir das nicht nur als so ein Maßnahmenpaket technischer Natur sehen, sondern dass wir eigentlich möglicherweise sogar im nächsten Schritt jetzt doch noch näher an die Nutzer herankommen. Weil ich fand ein paar Maßnahmen, die waren auf dem Lageplan platziert, aber für mich eher so an Stellen, wo man sagt, naja gut, das wäre schon schön, wenn es da ein bisschen kühler ist, aber wer hat eigentlich was davon? Ja, weil die Nutzer arbeiten natürlich im Wesentlichen in ihren Gebäuden und wir haben uns natürlich jetzt ganz bewusst auf den Außenraum konzentriert, weil wir diese technische Aufrüstung von den Gebäuden ja jetzt eher nicht wollen, weil das ist die Konsequenz davon, ist relativ klar. Das bedeutet sehr viel Energiebedarf. Ja, also alles, was mit Klimaanlagen zu tun hat, im weitesten Sinne, würde einfach die gesamte Bilanz jetzt in den Energiebereich sehr stark verschieben. Und ich fand ein paar Randbemerkungen sehr interessant, dass wir natürlich eben nicht nur unter allen Umständen jetzt eine Kühlung herbeiführen, sondern auch die Energiebilanz im Auge haben müssen, also Energie, Ressourcen und Wasserbilanz. Also natürlich kann man mit aller möglichen Technik dann auch überall, auch im Hochsommer, das alles herunterkühlen. Nur in der Bilanz wird es dann einfach eine absolute Katastrophe, weil wir eben den Außenraum noch mehr aufheizen und natürlich Energiekosten produzieren, wo es dann insgesamt keinen Sinn macht. Also ich glaube, alle Maßnahmen, die jetzt nah an die Nutzer ranzubringen sind, dann relativ einfach umzusetzen sind und eben die Gesamtbilanz im Auge haben, die könnte man sich wirklich jetzt auch in vielleicht in kleineren Pilotprojekten mal vornehmen und dann eure Simulationen auch wirklich mal nachverfolgen. Ja, weil wir haben ja immer wieder diese Erkenntnisse, dass wir einfach menschliche Wesen sind. Wir haben viele Sinne und eben nicht nur das Temperaturempfinden, sondern auch, wie gehen wir mit Sonneneinstrahlung um? Wo sind auch Bereiche, wo wir uns dann auch sozial treffen wollen? Ja, manchmal ist es vielleicht sinnvoller, weniger zu kühlen, sondern nur die richtigen Orte, um einfach auch das Empfinden doch ein bisschen zu beeinflussen. Weil ich glaube, bei all diesen Berechnungen ist klar geworden, dass es so diese ganz große alles glücklich machende, einfache, schnelle, billige Lösungen einfach nicht gibt. Ja, sondern man muss, glaube ich, sich jetzt sehr genau überlegen, wie man und mit welchen Mitteln man an welchen Stellen den größten Effekt erreicht. Das ist fast schon ein bisschen ingenieurmäßig, hat mir aber bei allen Gruppen sehr gut gefallen, weil ihr habt natürlich schöne Bilder produziert, dafür seid ihr auch da, aber ihr habt es dann auch sofort immer wieder reflektiert, dann aber auch recherchiert und dann am Ende auch überprüft. Ja, und das ist das, was ich mir eigentlich immer wünsche, dass ihr natürlich auch gestalten sollt, aber ihr sollt auch immer irgendwie ein Gefühl dafür bekommen, für wen ist das eigentlich, wie passt das in so eine Gesamtbilanz von einem Gebiet und wo kann man wirklich dann auch einen Effekt erzielen, der ja ganz klar am Anfang in unserem Auftrag stand. Ja, sondern das waren im Prinzip ja
subjektive Empfindungen, die aber schon sehr deutlich untermauert wurden. Eine Gruppe hat das ja auch mal mit den Tagen, die eigentlich für die das gilt, das waren glaube ich 80 oder so, das finde ich schon ganz ordentlich. Wenn man das mal so ein bisschen auf die Arbeitszeiten projiziert, ist das schon eine ganze Menge. Also das heißt, ich glaube, da muss man sich wirklich mit beschäftigen, aber es müsste wahrscheinlich jetzt auch nochmal mit den Nutzern diskutiert werden, was wo an welcher Stelle wirklich Sinn macht und wo man sich vielleicht auch Bereiche gönnt, die dann auch etwas wärmer sind. Ja, ich glaube, das ist immer eine Abwägung, weil sonst alles voller Nebelduschen zu stellen, hat die Gruppe schön nachgewiesen, führt einfach dann in der Energie- und Wasserbilanz irgendwann an die Grenze. Weil das mit den Zisternen ist auch so eine Sache. Natürlich kann man die volumenmäßig nachweisen, aber man muss das Wasser natürlich auch pflegen, sonst fängt das tierisch an zu stinken und ist ein wunderbarer Lebensort für alle möglichen Tiere und so weiter. Also es hat immer wieder mehrere Seiten, diese ganzen Maßnahmen. Aber ich fand, da ist jetzt sehr viel passiert und ich möchte es wirklich der Gruppe nochmal dafür danken, dass es nicht nur ein Aufzählen ist, sondern auch ein Reflektieren einfach nochmal, weil ich glaube, das macht es jetzt für die Nutzer wesentlich griffiger, auch da sich selbst eigentlich ein Bild zu machen und dann auch zu diskutieren, welche Maßnahmen wer denn jetzt auch wie eigentlich findet, weil darum geht es dann. Das soll nicht so eine technische Lösung von oben sein, sondern eher ein Zugehen auf die Nutzer, und um sich dann damit eigentlich dann weiter zu beschäftigen. Vielen Dank, Markus. Frau Pesang, bei Ihnen ging gerade die Hand hoch. Also ich möchte mich auch sehr herzlich bedanken. Und ich bin natürlich eine Freundin von schönen Bildern, deshalb bin ich da natürlich jetzt sehr inspiriert. Und ich habe das Gefühl, Sie haben unsere Situation im Schlachthof sehr gut ja aufgenommen oder auch verstanden. Und auf den ersten Blick ist es für mich eigentlich eine sehr ästhetische und, wie gesagt, auf den ersten Blick leicht umzusetzende Maßnahme. Oder es sind einige Maßnahmen dabei, die wirklich aufgegriffen werden können oder umgesetzt werden können. Was mir gut gefällt, ist auch, dass Sie unser kreatives Potenzial ein bisschen ansprechen, weil ich habe so das Gefühl, Sie meinen auch uns, dass wir Teil von dieser Umsetzung sind und auch selbst quasi Hand anlegen können. Gerade was die Wanderbäume angeht, die Idee hatte ich auch schon mal und ich finde es eine schöne Idee, weil alle beteiligt werden und weil letztendlich dann doch es darum geht, dass man sich engagiert und dass man auch kreativ mitwirkt, also wir hier als Nutzer. Was mir auch gut gefallen hat, ist die Möblierung im Außenbereich, weil ich sehe oft Kollegen, Kolleginnen aus anderen Büros, die sehr gerne im Sommer draußen spazieren und telefonieren. Und ich denke, diese Möglichkeit, dass wir ein Außenmöbel bekommen hier oder uns eins leisten, bringt uns nochmal auf eine ganz andere Weise auch zusammen. Also wir können draußen arbeiten, wir können uns draußen begegnen, wir können draußen Pause machen und das ist eine sehr schöne Möglichkeit. Wir haben ja auch den Platz hier draußen, wie Sie aufgezeigt haben. Also ich denke, das hat mir sehr gut gefallen. Ich denke, wir müssen einfach schauen, wie Herr Neppel schon sagt, wie wir jetzt weitermachen, wie wir es jetzt in die AG spielen oder auch hier noch erweitern zu den Schlachthofnutzern. Aber ich glaube, das ist ein super Anfang, über die Analyse zu den Lösungen zu kommen, die uns wirklich, also mir als nicht unrealistisch natürlich erscheinen. Und vielen Dank auch für die doch nachgewiesene Hitzeentwicklung, die hier natürlich spürbar ist und die uns alle sehr belastet und die jetzt natürlich auch noch wissenschaftlich sichtbar ist. Danke. Vielen Dank, Frau Pesang. Gibt es weitere Anmerkungen, vor allem aus dem Kreis der Klima, Dinge, die Ihnen aufgefallen sind, die Sie spontan ansprechen oder wo Sie auch sagen, verstehe ich vielleicht noch nicht ganz, auch in der Gesamtheit der Maßnahmen? Gibt es weitere Fragen oder Anmerkungen? Also ich wollte mich auch nur bei allen Studierenden bedanken. Also das ist wirklich sehr beeindruckend. Es war viel mehr Inspiration dabei, als ich so gedacht hätte, das kommt auch angesichts der,
der aktuellen doch schwierigen Lage, die ja auf dem Schlachthof herrscht, Corona-bedingt. Und dafür war das wirklich also beeindruckend und toll. Und man hat wirklich das Gefühl gehabt, dass ihr euch total in die Lage von den Schlachthöflern reinversetzt habt und wirklich total schöne Lösungen gefunden habt, die dem Gelände und auch dem Wesen des Schlachthofs und der Nutzerinnen und Nutzer wirklich total gut entsprechen. Und das hätte man angesichts, wie gesagt, der Lage gar nicht so erwarten können. Also da wirklich großen Respekt, und das habt ihr toll gemacht. Und ich denke, wir gehen da wirklich sehr, sehr inspiriert jetzt raus und hoffen, dass wir euch dann vielleicht auch nochmal in geraumer Zeit dann zeigen können, dass doch was davon umgesetzt wurde. Das würde mich natürlich besonders freuen. Vielen Dank, Sabrina. Uns freut es natürlich auch. Ich glaube, es ist immer so ein Semesterprojekt, ein Seminar, ein Entwurf, bedient natürlich erstmal in erster Linie der Lehre, aber es ist, glaube ich, für alle Studierenden wie auch für uns immer schön, wenn es einen realen Bezug hat und dann auch vor allem solche Reaktionen hervorruft, dass man, wenn die und euch, ihr euch inspiriert fühlt, ist es, glaube ich, mehr als wir vielleicht erwarten konnten, und umso besser, wenn es dann irgendwo auch Anschluss finden kann. Und ich hoffe, dass, wenn wir euch dann die Dokumentation übermitteln können, in der, wie gesagt, nochmal viel mehr Details auch drin stehen, in der eigentlich fast alle Gruppen nochmal so eine Art Kataloge entwickelt haben mit unterschiedlichen Maßnahmen, was sie brauchen, was wir wirken, hoffentlich die Inspiration sogar nochmal größer wird. Bitte, Frau Peter. Entschuldigung, ich habe noch eine Frage. Sie haben gesagt, dass die Präsentation noch sichtbar ist oder dass man die noch also anderen zur Verfügung stellen kann. Ist das möglich? Okay. Ja. Wir werden das noch ein bisschen nachbereiten. Also auch, ich kann Ihnen auch noch mal, die Referate sind mittlerweile alle auf, also die Grundlagen, alle auf YouTube in einem eigenen Channel auch zur Verfügung gestellt, und so ähnlich wird es auch der Endpräsentation machen. Und dann wird es auch verfügbar sein. Aber wenn Sie es kurzfristig brauchen, kriegen Sie es natürlich auch so schnell wie möglich noch zur Verfügung gestellt. Kurzfristig nicht, aber wenn es fertig ist, dann ist es perfekt, wenn wir das noch nutzen können. Natürlich. Vielleicht darf ich noch eins anschließen. Wir würden gerne die Teilnehmenden, die Studierenden oder auch die Dozierenden einladen in unseren offenen Biergarten als kleines Dankeschön. Also wir haben ja noch bis zum 16. August jeden Sonntag den offenen Biergarten mit Kultur hier im Tollhaus. Und da ist garantiert ein gekühltes Getränk, steht auf jeden Fall zur Verfügung. Und da muss man sich natürlich in diesen Zeiten anmelden. Das kann man gerne über mich machen. Ja, Herr Zeile und Herr Burgbacher haben meine E-Mail, und ja, wer Lust hat, ist sehr herzlich eingeladen. Also wir machen immer ein kleines Kulturprogramm dabei und wir reservieren dann einen Tisch, und ja, vielleicht sieht man sich dann auch mal persönlich. Vielen Dank, das ist ja ein hervorragendes Angebot. Ich hoffe, dass wir 35 Grad dann haben werden, damit das kalte Bier bei der Verdunstungskälte wahrscheinlich noch etwas besser funktioniert. Eine schöne Sache. Ihr wendet euch einfach vertrauensvoll an mich, dass ich die E-Mail weiterleite. Also ich denke, wenn ihr die Zeit erübrigen könnt, vielleicht nach den ganzen stressigen Abgaben, wäre es umso schöner. Vielleicht schaffen wir es dann, uns auch endlich alle mal in dem Semester zu sehen. Das wäre ja auch schön, nicht nur digital. Also das ist auch nochmal von meiner Seite ein großes Kompliment, dass das so toll geklappt hat, dass wir so eine sehr homogene Geschichte herausgekriegt haben, was, wenn man es jetzt sieht, was heute so innerhalb dieser letzten 2 Stunden passiert ist. Ist eine tolle, tolle, tolle Geschichte. Also ich bin beeindruckt, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, das soll nicht... Matthias. Ganz kurz, sorry, Peter, ganz kurz. Allen 3 Punkten anschließen. Also vor allem vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich glaube, da kann ich für die ganze Gruppe sprechen. Und ich möchte mich, Peter, dir anschließen. Es wäre wirklich eine schöne Gelegenheit, so wunderbar, dass digital funktioniert hat. Markus, ich gebe dir völlig recht. Eigentlich selten so gut funktioniert, dass das alles dann wieder zusammenläuft und zusammenschließt. Da könnte man mal hinterfragen, ob es am Digitalen lag oder einfach an der Konstellation der Gruppe. Nichtsdestotrotz wäre es ja wirklich eine sehr schöne Gelegenheit, dass man sich zumindest einmal dieses Semester auch live in Natur und in Farbe trifft. Und deswegen wäre ich sehr dafür, dass wir der Einladung folgen. Ganz herzlichen Dank dafür. Gut, bevor wir zu lange machen, weil wir sollten noch das schöne Wetter genießen, weil morgen soll es nämlich regnen.
Also auch nochmal von mir vielen Dank auch an Peter und Matthias, weil ich glaube schon, dass so diesen langen Kommunikationsweg aufrechtzuerhalten, das ist auch euer Verdienst, weil sonst ist das alles nicht möglich. Also ich bedanke mich auch nochmal bei Frau Fehlang und Frau Isaac-Fütterer. Also ich hätte ganz ehrlich nicht gedacht, dass wir so weit kommen, als wir damals das erste Mal zusammensaßen. Da habe ich gedacht, oh, was soll dabei rauskommen? Aber das zeigt, dass dieses Thema uns wirklich fordert und aber auch motiviert. Ja, und das ist, glaube ich, nochmal vielen Dank auch für Ihre Initiative. Und wir sehen uns dann sicher im Biergarten. Vielen Dank nochmal für das Angebot. So, dann haben wir es. Vielen Dank. Ich glaube, dann können wir auch die Aufzeichnung stoppen. Die ist dann, glaube ich, auch irgendwann verfügbar.